Die Fachgruppe 5 ist die Fachgruppe Tasteninstrumente, wobei das natürlich in allererster Linie Klavier ist. Also wir haben auch das Instrument Orgel. Das wird aber nur im Rahmen des Schulmusikstudiums als Erstfach unterrichtet. Ansonsten ist alles Klavier. Und das ist sehr vielfältig. Also einerseits gibt es den Hauptfachunterricht im Klavier, also künstlerisch-pädagogischen Bachelor, den künstlerischen Bachelor, dann das Masterstudium, die solistische Aufbaustudium. Und dann gibt es natürlich das Schulmusikstudium, in dessen Rahmen in der Fachgruppe Klavier als Erstfach und Zweitfach unterrichtet wird. Und dann gibt es natürlich auch noch den ganzen Nebenfachbereich. Das heißt, jeder, der den Bachelor mit irgendeinem Instrument oder mit Gesang macht, hat trotzdem bei uns Klavierunterricht in der Fachgruppe. In der Fachgruppe gibt es ein Fach, das es meines Wissens tatsächlich nur in Mannheim gibt in der Kombination. Wir haben nämlich im Schulmusikstudium das Erstfach, das eine Kombination aus schulpraktischem Klavierspiel und künstlerischem Klavierspiel ist, mit der Idee, dass Schulmusikstudierende, die sehr gut Klavier spielen, aber die auch ein großes Interesse für schulpraktisches Klavierspiel haben, dass die da eine Kombination draus machen können als ihr Erstfach. Und die haben das in Personalunion bei einer Lehrkraft. Und das ist meines Wissens wirklich was, was es sonst nirgends gibt. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Ansonsten würde ich sagen, dass das künstlerische Klavierspiel, also das Klavierspiel im Hauptfach als Hauptinstrument, in Mannheim eine große, lange Tradition hat und dass gerade auch die Möglichkeit, jetzt nicht nur in Anführungszeichen Klavier solistisch zu studieren, sondern dann auch Collaborative Piano zum Beispiel zu machen, also Chorrepetition quasi als Hauptfach dann auch zu studieren, Liedgestaltung zu studieren, wo wir jetzt ja gerade auch eine neue Professur haben, die jetzt nicht in der Fachgruppe Tasteninstrumente angesiedelt ist, die ist ja am Gesang angesiedelt. Aber das ist natürlich eine tolle Möglichkeit für unsere Studierenden, über diese rein solistische Ausrichtung hinaus auch zusätzliche Perspektiven zu haben. Also wir haben zum Beispiel auch in der Fachgruppe eine Lehrbeauftragte, die Self-Management für Musikerinnen und Musiker unterrichtet. Das ist auch ein ganz großes Thema, denke ich, insbesondere für Pianistinnen und Pianisten, die vielleicht später mal viel mehr noch Freelance unterwegs sein werden als Orchestermusikerinnen und Musiker oder Sängerinnen und Sänger das sein müssen. Man muss es nicht nur studieren während dem Studium, sondern man muss da natürlich auch schon reinkommen. Man muss da sein Netzwerk aufbauen. Und da ist es natürlich ganz zentral, dass man sich da im Studium Gedanken drüber macht. Und da versuchen wir natürlich als Fachgruppe, als Lehrende in der Fachgruppe, das auch schon so weit es irgendwie geht, zu begleiten und darauf hinzuführen, da Möglichkeiten aufzuzeigen. Die Bläser und so weiter, die haben ja Dauermöglichkeiten, sich auszutauschen mit anderen Studierenden. Die arbeiten in Ensembles, die müssen zu Proben, Ensembleproben, Kammermusikproben. Studierende im Bereich Tasteninstrumente, insbesondere im künstlerischen Bereich, also die Hauptfachklavier studieren, sind ja so ein bisschen Einzelkämpfer.
das ist, glaube ich, auch eine zentrale Aufgabe dann der Fachgruppe und der Lehrenden in der Fachgruppe dafür zu sorgen, dass da Austausch stattfindet über Kammermusik, über die Möglichkeit, dann doch mal in einem Ensemble auch mitzuwirken bei zeitgenössischer Musik, bei Projekten, dass man auch als Studierender das Gefühl hat, man ist in der Hochschule in der Gemeinschaft.